Ist das jetzt eigentlich eine Premiere, dass du hier drinnen Kaffee kochst? Ich glaube, es ist das zweite Mal in 5 Jahren oder so, ne? Ich glaube ja. Kommt sonst nie vor. Aber es ist einfach zu stürmisch. Da fehlt mir das Ding um. Für unser schon Konstrukt. Schon draußen meinen Aschenbecher aufgemacht. Okay, leer. Homemade Tale. Thank you.
ersten Ausguck haben wir geschafft auf dem Pilgrimsweg. Wir sind hier voll die Pilger. Das hat sich schon gelohnt. Wir können bis zum Wennernsee gucken. Ja, läuft. Wetter ist Bombe. Krass. Noch. Riecht ein bisschen kuckelig. Hasi, wie ist das mit dem Waldbaden? Riechst du noch? Nein, ich bin schon taufrisch. Aber wenn ich mir den Himmel angucke, kriegen wir nicht hoffentlich noch Waldduschen. Ich hab ja gesagt, um eins. Ah, Zuversicht, das wird. Ein sehr schöner Weg. Da, wo es zu matschig ist, liegen so Holzbohlen mit so einem kleinen Drahtgeflecht drauf. Und an jedem zweiten Baum ist so ein Wegmarkierer. Gefällt mir gut. Ja, also etwas älter. Schwebebalken. Das kann ich nicht. Ich kann nur Eck. Ja, gleich knack. Schlechtes Wetter ist woanders. Na. Deutsche Pilze in Landesflagge. Sehr gut. Hatte ich doch eben noch von diesen tollen Wegmarkierungen geschwärmt. Jetzt sind wir zurückgefallen auf wir sprühen Bäume an. Aber trotzdem gut. Man findet den Weg. Das ist eine ganz schön weite Wanderung. Jetzt regnet es gerade mal ein bisschen. Aber wir haben uns unter dieses Ding gerettet. Kurz vor Ende. Ich glaube, weit ist es nicht mehr. Aber wir haben schon ganz schön schwere Beine. Es ist unglaublich, wie kalt das wird, wenn die Sonne weg ist. Da ist der Wind wie ein Minusgrad. Boah. Ja, frisch. Spektakulär, alte Mühle. Ohne Regen ist unser See viel hübscher. 30 Minuten Pause, jetzt geht's weiter. Nasser Stein ist rutschig. Jetzt jagen sie uns mal über den Berg hier. Gegen Ende geht es nochmal vor den Berg hoch hier. Also aus den 16 Kilometern sind auf 20,7 geworden. Ich hab. Das war ein bisschen viel. Kaputt.
Mauder ist jetzt so nett und hängt extra ihren Pferdeanhänger ab, wo ihr Mäher hier drauf war. Der. Und fährt uns jetzt tatsächlich nach Hause. Weil sie kein Taxi bekommen hat für uns. Echt mega cool. Ihre beiden Kinder hat sie auch noch im Auto. Und ein kleines Häschen, was sie nicht wiederfindet. This is a lady who rescued us. She drove us back, so we don't have to walk. Wellness-Programm. Das ist gut, ne? Krass, was ist das für ein Wind? Ja, Mausi. Gut, dass wir ein paar Ecken im Floh eingebaut haben, ne? Muschi? Oh, was würde man machen, wenn man keine Ecke hätte? Was würde man dann anschmusen? Hier bei uns. Der eine muss doofe Belege verbuchen und die andere macht YouTube. Das ist noch Urlaub. Das ist Urlaub. Ich gucke ja noch, mir noch mal die ersten Tage an. Aha. Grillen with a View. Oh, da hat aber einer auch schon Hunger. So lobe ich mir das Van-Life oder das Truck-Life. Ja, Katze ist auch schon ganz nervös. Yummy. Die Leute wollen das ja sehen, haben sie uns geschrieben. Ja, wir müssen mehr in die Videos. Wir dachten eigentlich, dass die Natur spannender ist als wir. Aber nein. Wir und die Katze. Ja, dann kriegt ihr mehr von uns. Dann schreien bestimmt die Nächsten, so langweilig mit euch. Wenn die sehen, wie jemand dein Rührei isst. Blöde Selbstdarsteller. Man kann es auch nicht allen recht machen, ne? So. Oh, Katze sitzt schon. Jetzt ist das Rührei, heute Sonntag. Aber ohne Lachs, Muschi. Nom, nom, nom. Und ohne Speck, den hatten wir gestern. Ja, das war reichlich.
Hasi macht den Abwasch. Ja. Hier sind noch die Aufkleber aus Tschechien drauf, die sich jetzt auflösen. Da hatten wir nämlich Teller vergessen. Und haben diese Monster gekauft. Oh, muss ich auch mal zeigen. Das ist ein normaler Teller. Die haben wir gekauft. Weil wir Angst haben, da passt sonst nicht genug drauf. Tag, neuer Wanderweg. Direkt in the Woods. Quer durch den Wald. Schön ist es, schön ruhig. Gut, dass die Heidelbeeren noch nicht so weit sind, sonst würden wir keinen Meter vorankommen, weil Hasi sich durch den ganzen Wald mampfen würde. Aber das dauert noch ein bisschen. Aber es gibt eine Menge davon hier. Da meckert das Großstadtkind wieder. Der Weg ist nicht freigeschnitten genug. Das ist dann doch zu viel Natur. Pro Tipp, immer die Frau vorgehen lassen, dann sind die Spinnenweben weg. Aber wir brechen hier nicht einfach durch den Wald. Ne? Also da, das blaue Ding da, das ist der offizielle Weg. Das ist aber schon stark zugewachsen. Ich glaube, hier waren noch nicht viele Leute dieses Jahr. Was ist los in meinem Bett? Hauptsache, du liegst auf meinem Kopfkissen. Alte Nudel. Warte mal, ich mache das jetzt alles voll. Man muss sie lieben. Man muss sie einfach lieben. Ist das nicht ganz stark süß? Dass wir so viele Katzenkissen mitgenommen haben. Da ist sie ein bisschen weit weggekommen gerade. Jetzt geht's aber schnell nach Hause. Muss ich erstmal ausrennen. Weit weg. So, wir haben eigentlich Abfahrbereitschaft hergestellt und wir waren jetzt hier, oh, das sieht man gar nicht, an einem kleinen See bei Amal. Da fahren wir jetzt nochmal hin zum Einkaufen und dann wollen wir hier ins Frickenstal bis Sunne fahren, diese rote Linie hier vom Wennernsee. Und von da wollen wir dann mal gucken, ob wir ein bisschen, ja nicht Offroad, aber so ein bisschen unbefestigte Straßen fahren können. Wenn das aber mir und Mini zu ruppelt, dann lassen wir das. Ne, Muschi? Watch me, just follow every move, touch me, let me know you want it too, don't let what you need.
Frühstück einkaufen. Wir wollten eigentlich eine Zimtschnecke, aber es hat keine Zimtschnecke. Es ist uns noch nicht gelungen, eine Zimtschnecke zu kaufen. Dann müssen wir ein Croissant nehmen. Ich nehme so eine andere Schnecke. Eine andere Schnecke? Und dann nehme ich hier noch was mit Pudding. Hier gibt es ja die Candy Bars. Aber keine Behälter, wo man das reintun kann. Und hier hinten gibt es dann die vermeintlich gesünderen Sachen. Das sind die Säcke, mit denen die amerikanischen Mädchen Babys üben. Das tragen die ja den ganzen Tag mit rum und dann, wenn es abends noch heil ist, dann können sie ein Kind kriegen. Und das ist übrigens ein 5 Kilo Sack Mehl. Das hat Stefan nicht gesagt, weil das gibt es hier noch. Ja, eine ganze Palette. Sollen wir was mitbringen? Just for tonight, I want to believe. So keep on coming closer. Herrlich. Herrlich. Ach, ein Traum. Das Wetter ist, sieht man ja. Also Stefan hat einen dicken Pulli an. Mann. Hat immer einen dicken Pulli an. Aber nicht, dass ihr denkt, ich rieche. Wir haben inzwischen sogar schon gewaschen. Also alle Sachen riechen wie frisch aus der Waschmaschine. Das heißt aber nicht, dass du nicht. Ich rieche nein, nicht. Es ist T-Shirt-Wetter. Nein, es ist super. Es ist T-Shirt-Wetter, ich habe keine Socken mehr an. Ich habe den Truck Life Thermopulli an. Mega. Der reguliert automatisch die Temperatur. Und unsere Katze ist gerade verlustig gegangen. Ja. Die stippt hier schon wieder so rum, als wäre es ihr Hut. Gerade aus dem LKW gefallen. Die ist da hinten irgendwo. Findet sie richtig gut. Jeden Tag eine neue Welt. Ja. Susi geht erstmal die Katze holen. Die ist da hinten unter dem Haus. Aber da ist ja auch am spannendsten. Ja, alles da. Mülleimer, Susi inspiziert die Klos. Hat schon Daumen hoch bedeutet. Also kann man wohin gehen. Ja, schön hier. Ja, einen kleinen eigenen Strand. Mit so einem kleinen Feuerschein-Ding. Ja, ganz so weit soll sie nicht weg. Aber jetzt kann sie sich mal wieder ausrennen. Na, Baum? Nee, nicht im Baum. Brauche ja ein bisschen Bewegung, die kleine Nudel. Na, komm schnell! Super Katzenklo. Ah, muss doch die ganze Zeit. Hier ist schön. So. Feine Katze. Das erste Mal, als ich sehe, dass sie jetzt draußen ist. So, erledigt. Ich bin mit sich zufrieden. Na, pinkeln gewesen, alles beschnuppert, müde. Verstehe ich. Ich glaube, da ist jemand angekommen.
genau. Machst du den Katzenwalk? Ich mach den Katzenwalk, aber nochmal neu. Nochmal neu, den Katzengang. Heidi Klum hätte ein Foto für sie. Ich glaube schon. Den Katzengang kann sie ganz gut. Heute sieht ein bisschen unanständig aus. So machen eigentlich nur die Mädchen auf St. Pauli. Pause im Flo. Arbeitspause. Ihr kennt das ja von diesem Kanal. Sport, Ernährung, Fitness. Ach nee, das war ein anderer. Wir sind die, die Tortillas pressen. Aber wir haben immer einen Saft auf dem Tisch. Kein Bier. Kein Bier. Saft und Salz ist wie Gemüse. Heute, Stefan? With Burger Grill. Fresh from the supermarket. Heute gibt es was Richtiges zu essen. Und das ist unser View. Wir sind ehrlich gesagt zu faul, vorne zum See vorzugehen. Aber wir sehen ihn ja von hier. Ich würde sagen, das sieht ganz schön gut aus. Ja. Yummy, yummy, yummy. Wir haben alles. Wir haben Zwiebeln, alles. Zwiebeln, Gurken, Salat. Max Original Dressing. Schwedische Barbecue-Soße. Wunderbar. Deutsches Bier läuft. Ja. Nom nom. Da läuft der Ketchup vom Kinn. Die Soße ist geil. Hamburger Soße. Richtig gut. Läuft bei uns.